Hallo liebe Minecraft-Freunde, willkommen bei einer Challenge-Runde hier bei Minecraft 1.10.2. Ja, ich werde jetzt mehrere Parts raushauen für die erste Challenge und dann immer wieder eine kurze Pause machen und danach wieder eine Challenge machen, und ich möchte die so lustig und spannend wie möglich machen. Ich werde für den Anfang, weil ich überhaupt nicht 1.10.2 kenne, auch nicht 1.9 und 1.8. Ich bin so ein Spieler, der immer mit Mods spielen will und auch alle Mods haben will und so Sachen, dann habe ich immer 1.7.10. Ich werde schauen, wie es geht. Wenn es halt nicht geht, muss ich ein bisschen üben, aber ich habe gegen Monster gekämpft, ich habe Challenges schon ausprobiert und ich bin sehr gut durchgekommen, also es hat sich nicht so viel geändert. Also das Kampfsystem, aber das kennt man ja aus anderen Spielen und so. Wo haben wir den Schwierigkeitsgrad haben wir wahrscheinlich nur noch drinnen. Naja, ich habe einfach auf normal und werde eventuell, ja, wenn es gut geht, auf schwer stellen. So, die erste Name, der wird, ich wollte eine Wasser-Challenge oder eine richtige Herausforderungs-Challenge mit Monstern und so. Aber ja, für den Anfang sind die noch nicht so gut. Da macht sie ja paar Challenges weiter, also später. Und ich dachte, ich mache so eine Wald-Challenge. Ich hoffe, wir bekommen irgendwie so Wald, aber eine Wald-Challenge heißt einfach, man muss auf Bäumen leben oder sich mit richtigem Holz, nicht Bretter, vorbewegen oder mit, später wenn man Eisen hat, dann mit Scheren die Bäume, die Blätter fällen und dann mit denen weitergehen. Aber nur diese drei Rohstoffe sozusagen. Ah nein, zwei sind es da sogar noch. Genau. Und ist egal welches Holz. Gut, machen wir die Waldläufer Challenge. So. Machen wir noch N1, das heißt Nummer 1. So. Cheats muss ich anmachen, eventuell komme ich ja nicht mehr weiter. Und Weltentyp machen wir Standard und dann kannst du loslegen. Gehen. Gut. Ja, schauen wir mal, wie es geht. Ich habe einfach so gedacht, ja, ich bin eben am 1.7.10 zocken und ich möchte euch auch mal die neueste Version zeigen, einfach weil ich dafür Bock habe. So, jetzt fängt sie an, die Challenge. Und dadurch habe ich einfach, naja, gedacht, es wird halt auch ein bisschen langweilig, normal zu spielen. Und dann kam es eigentlich schon, ja, ich mache eine Challenge. Und die ist, sammle alle Fliegen. Nein, nein. Wir machen hier Challenge. Aber wir haben einen super Start. Und es gibt auch Herausforderungen. Also, wir müssen ein paar Sachen erledigen. Unter anderem ist es, zwei große Bäume zu machen. Einen Dschungelbaum und einen Schwarzeichenbaum. Die sind ja alle ja, 2x2, genau. Und ja, gucken mal. Also, Setzlinge haben wir auch. Jetzt müssen wir dann runter ein bisschen Erde holen. Und Schafe wären auch gut. Die erste Nacht müssen wir wahrscheinlich noch aushalten. Wir schauen jetzt uns einmal um. Wenn wir überhaupt keinen Dschungel finden, dann können wir das auch abbrechen. Beziehungsweise, wir haben es erledigt. Dann haben wir eins, wir müssen ganz runter.
und einen Diamanten finden. Das ist eigentlich die meist Challenge in jedem Challenge-Ding. Und dann haben wir eine Challenge, die ist, also eine Aufgabe in dieser Challenge, die ist, ein Haus zu bauen, aber ein schönes Haus, ja, okay. Nicht ein Haus, also nicht ein Haus, das extrem detailliert sein muss und schwer zu bauen muss, sein muss, sondern einfach ein Haus bauen, das zwar mir gefällt und eventuell auch euch gefällt. Nicht ein Standardhaus. So, dann haben wir, kann euch sagen, in jeder Challenge, die wir machen, gibt es 5 Challenges. Später vielleicht sogar noch mehr. Ah, da haben wir sogar noch eine schöne Höhle. Die Kohle können wir dann auch gehen, wenn wir vielleicht mal übernachtet haben. So. Also Schweine haben wir hier. Also wir haben jetzt genug Holz, fragen wir mal. Essen müssen wir wahrscheinlich mit Weizen machen. So. Wie machen wir das am besten? Ich müsste eigentlich hier runter irgendwie. Ich muss unbedingt. Eins haben wir mal. Ja, Hey! Ah, das Ding ist drin. Oh Gott. Das wusste ich nicht. Automatisch springen. Weg mit dem Scheiß. So. Noch mehr. Ah, das geht ja gar nicht wegen dem Wasser. Wie können wir an Wasser kommen? Ja. Wie machen wir das? Wir müssen Eisen haben, aber schnell. Wieso ist jetzt? Ist doch normal. Schlimm, hä? Die Herausforderungen kommen erst später. Ein Zombie war da. Da haben wir Eisen. Ich brauche unbedingt Eisen. Also da wir ja eine Challenge haben, müssen wir uns besser vorbereiten. Machen wir mal eine Holzspitzhacke, ein Eisenschwert. Ja, Holzschwert natürlich. So. Ja, wir müssen da runter. Krass. So. Ja, danke. Ja, wie kommt man jetzt an dem dran? Und die 2 anderen Challenges, die ich unbedingt noch machen will, ist. Ja, die ist zu schwer. Ich hoffe, es geht, ein paar Wölfe zu finden. Die passen einfach so zu einem Haus. Und sie sozusagen Danke. Ja, da kann ich nichts dafür, muss wieder auf. Ja. Hä? Wieso springt er nicht? Ja, eben ganz kurz darf man runterfahren, wenn man es nicht so macht, dass man trotzdem einfach unbewusst macht. Aber immer nur eine Millisekunde oder so. Oder
So schnell wie wir halt brauchen. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr hoch und nicht mehr weiter. Machen wir direkt hier ein... Nein, nicht in Blume setzen. Ja, jetzt geht's gut. Danke, Creeper. Was machen wir jetzt? Warten. Ja, die Creeper, die kommen hier aus den Löchern raus. Nett. Dort ist eine Pappel. Eine Birke sozusagen. Ist natürlich krass. Challenge failed. Ich wollte zu viel. Ich habe da gar nicht darüber nachgedacht, dass Creep kommen können. Fledermaus, bring mich nach oben. Bitte, komm schon. Ja. Batman, hilf mir. Nun gut. Eine Sekunde schaffe ich nicht und ich muss ja irgendwie runterfahren oder so. Was können wir machen? Okay, wir lassen es mal mit 3 Challenges, also heraus, ja, Aufgaben in der Challenge und ich könnte rankommen, aber ist noch mehr, noch weiter. Es ist ja noch weiter, aber wir müssen uns spurten. Hopp. So. Ist halt jetzt noch nicht so profihaft, aber ich werde schnell, ich lerne ja extrem schnell, das wissen meine Abonnenten. Ja, vielleicht zuerst mal den hohen, hä? Ja, hey. Ich hab geschleicht. Ich wollte gar nicht hüpfen. So eine blöde Challenge. Jetzt sterben wir dann bald. So. Ach komm. Ja gut. Danke. Hier da sowieso nicht hochkomme, mache ich das so und tu mich mal so gut wie möglich schützen. Und wenn wir das überlebt haben, können wir irgendwie ein bisschen ja eine Belohnung bekommen. Weil sonst komme ich ja nicht mehr hoch. Ist keine Chance. Einfach kurz wieder nach oben setzen und fertig ist. Ja, solche Challenges muss man halt vorbereiten und ich, ja, hab's nicht. Aber ist ja auch gut, so, wenn wir einfach so No Returns haben, dass wir einfach irgendwie
uns hochsetzen wieder. Weil es ist unmöglich, ich habe so viel Holz gesammelt und trotzdem kommt man nicht an Kohle. Das ist für diese Challenge eigentlich unmöglich. Ich hätte gedacht, ich habe so mehr Möglichkeiten. Schnellere Möglichkeiten, aber nö. Will ja nicht. So, wir machen die Werkbank hin. Ja. Machen Fackeln. Und müssen warten. Ich kann ja mal kurz überspringen. Oder ja, nein. Das werden wir aushalten. Das sind ja nur 8 Minuten. Okay, ich werde überspringen. Waldgegurt, der Mensch. König des Waldes. Wo ist dieses Skelett und Enderman? Ich habe Angst. Ich sehe nichts. Gut. Also, jetzt gehen wir nach oben. Aber schnell. Komm, wird doch Tag. Die Sonne geht, der Mond geht unter. Wird der Tag. Oh, Kriebe. Okay, wir gehen nach oben. Eine Herausforderung. Muss halt auch möglich sein. Danke, du Arsch. Direkt nach oben. Ja, da komme ich nicht nach oben. Da kann ich nach oben bauen. Gut, dann haben wir wieder... Oh, ich mache da oben ein Baumhaus. Krass. Das ist ja auch ein Haus. Geht ja auch als Haus. So, dann machen wir hier in der Nähe eine Baumfarm. Wie viel Setzling haben wir? 2. Muss das unbedingt irgendwie einplanen. Ja. Wir müssen irgendwie so ein Baumhaus... Ah, wir können ja uns mit Holz dann rüberbauen, aber... Ich habe da eine Challenge ja gesagt mit den Wölfen und das ist fast unmöglich. Da müssen wir das anders machen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie anders. Aber ich denke jetzt einfach mal, die Wölfe weglassen und dafür irgendwas. Ich kann da nicht, niemals. Etwas anderes, ähnliches zu machen mit einem Bogen. Eine Challenge mit dem Bogen. Könnt ihr euch da etwas ausdenken? Ja. Ich denke mal, wir machen... einfach mal die ganze Zeit mit Bogen... zu schießen und so, also sobald wir einen machen können, machen wir einen Bogen und schießen dann nur noch mit dem Bogen. Als Challenge noch. Zwar schwer, aber ich kann das schon schaffen. Die Challenges sind unten direkt nach der Einleitung zum ja, Video, Let's Play, Challenge, so Sachen. Und dann kommen noch die verschiedenen Parts in einer Playlist. Und die verschiedenen Challenges, die wir schon gemacht haben oder schon geplant sind. Hey, gibt es hier keine Birkensetzling? Ich brauche doch eine Birke. Wurden die seltener gemacht? Endlich! Ich mach aber mehr.
Kann natürlich sein, dass wir runterfahren, weil ein Setzling despawnen muss. Ein Blatt despawnen muss. Ich habe schon wieder ein bisschen Verwirrung. Vor lauter Challenge machen, Konzentration hat. Gut, dann haben wir hier mal Holz. Jetzt müssen wir das so machen. Wir machen das Obst mal weg. So, Udele. Wir ernähren uns nur mit Äpfeln. Oh Gott, wird das noch eine Challenge. Machen hier ein bisschen Erde. So. Ja, hier muss auch noch Erde. Und jetzt setzen wir hier die Sachen drauf. Und müssen das einfach mal ein bisschen besser verbinden. Gut. So, Dele. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einfach an Nahrung kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sollen wir. Es gibt glaube ich keine Früchtbäume, nichts. Aber die Schweine, die laufen davon. Wir haben keine Fäden für Fischerrouten. Fischerrouten würden dann als nächstes wahrscheinlich zur To-Do-Liste gehören. Aber wie sollen wir Spinnen besiegen? Ja, Spinnen können klettern. Ich glaube auch auf Bäumen rauf. Ja, schauen wir mal. Oh. Auch nur absichtlich. Ich kenne keine Bestrafe, wenn wir es trotzdem machen. Na, ja, das wird noch. Also eben, das ist jetzt einfach mal ein Anfängerprojekt. Und ich bin aber weit gesprungen. Ich muss schnell nach oben, aber ich komme nicht nach oben. Sorry, Leute. Aber das ist ein Missgeschick gewesen. Also, wenn das Spiel nicht weit springen will, dann kann ich ja nichts dafür, oder? Aber ich bin weit gesprungen. So. Hier runter irgendwie. Das Schwein in das Wasser locken. Toll. Schweine wollen Karotten. Echt toll. Wir haben so wenig Holz. Kommen nicht an Holz. Wir müssen irgendwie runtergehen immer wieder und dann Holz holen. Also es ist schon mal ein schweres Schicksal für uns. Aber wir haben schon einmal einen Baum. Machen wir mal eine Holzaxt, damit das alles schneller geht. So, und der Part ist leider schon wieder vorüber. Wir müssen halt ein bisschen hungern. Aber es ist auch gut für eine extra Challenge, wenn wir ein bisschen weniger Lebensenergie haben. Ich will es ja herausfordern und spannend. Es ist zwar jetzt noch nicht so spannend, aber das wird schon. Nächster Setzling. So, und es ist auch eben, ich brauche Konzentration, dass ich keine Fehler mache, dass ich jetzt zum Beispiel trotzdem auf den Airblock drauf hüpfe. Wie vorher einfach ungewollt es war. Ein Skelett. Toll. Zuckerrohr müssen wir eigentlich noch nicht so unbedingt haben. Es gibt neue Sachen, es gibt Sachen, die ich nicht so gut kenne, nur vom Patchnote lesen. Also ich brauche sicherlich ein bisschen Hilfe für die ersten Challenges. Und ja, wenn ihr so etwas toll findet, dann gebt doch bitte ein Like oder schreibt Kommentare.
Ihr dürft jederzeit neue Challenges vorschlagen. Und eben Hinweise, irgendwie solche Sachen noch geben. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann im zweiten Part wieder anschauen, reinschauen. Der kommt, sage, alle 2 Tage mal, wenn es gut ankommt, jeden Tag. Und das andere Projekt, eben das Modpack-Projekt von mir, das kommt auch. Ja, mal schauen, wie schnell ich das einfach hochladen kann. Auf jeden Fall werde ich bevorzugen, was besser ankommt. Und ja, also Dankeschön und bis zum nächsten Mal, zum nächsten Part. Tschüss.